Na, nicht, hier. Hast du Schere? Was brauchst du denn jetzt? Eine Schere? Schnipp, schnapp, schnipp, Schere, Schere, Schere. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Was willst du jetzt mit Schnipp, schnapp? Nee. Also sowas Doofes habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Natürlich, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Das ist doch heute doch Weiberfasching. Nee, ja, und? Weiberfasching. Brauchst du keine Schere? Natürlich, Schere her. Und dann machen wir Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Wo willst du den Schnipp, schnapp machen? Weil die Männer an die Krawatten. Warum soll ich jetzt an meiner Krawatten abschneiden? Ja, weil das ist so zuckt. Inzucht, nein, das ist so, wie sagt man, züchtig, na, flüchtig. Tradition. Tradition ist es. Ich habe ja nie verstanden, dass man einem Mann da Krawatten abschneidet. Was soll denn das bedeuten? Bitteschön. Was bedeutet das bitte? Erklär mir das, Mariechen. Die Krawatte bedeutet, dass der Mann quasi mehr wert ist, ja. Dieser lange Schlips, der nach unten zeigt auf seine Männlichkeit, diese pfeilförmige Krawatte, ja. Das heißt, hallo, meine Damen, hier geht's lang zur Freude für alle, ja. Und das muss man abschneiden, weil das ist keine Freude für alle, was da unten rumhängt, ja? Das war glatt. Das darfst du nicht machen, da gehst du nicht konform mit dem Beschneidungsgesetz in Deutschland. Eine beschnittene Krawatte ist noch keine Gesetzesgrundlage. Das wird noch kommen. Da warten wir ab, das kommt noch. Aber heute darf man die Männer beschneiden, also die Krawatte zumindest, ne? Dann geh du mal los und schneide die Krawatten ab. Und wehe, die haben keine Krawatten an, dann geht's ihnen aber ganz woanders hin. Ade, bleib schön.